Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir sitzen in unserem kleinen TÜV, kommen gerade von der O2023 und wir dachten, wir machen mal ein kleines, feines Video Status-Update. Ja, und wie es uns so eigentlich geht, ne? Würde ich sagen, oder? Aber wann? Nach dem Intro. Bevor wir natürlich über das Update sprechen von unserem Buggy, kleines Fazit zur Messe, zur O2023, zur Caravaning, Reisen und Caravaning. Wir waren ja am Samstag, also heute ist Samstag, waren wir dort und um 8 Uhr sind wir schon rübergelaufen. Das ist natürlich immer schön, wenn alles leer ist. Ja, wobei, man kommt halt überall gut hin und kann sich alles genau angucken, ne? Aber das mit der Genussreise ist wirklich ein starkes Stück. Ich finde das schon wirklich schmerzensgeldmäßig, weil ich werde immer fetter, wenn ich daran denke. Das riecht so gut, da hat das da gerochen. Oh, und das hat um 8 Uhr morgens. Also, ja, also ich hatte schon richtig Hunger. Ich hätte schon morgens um 8 Uhr so einen schönen Braten essen können oder sowas. Braten mit Knödel, also jetzt nicht mit Knödel, aber ich hätte ja. Mit Knödel, oh, alter Vater. Also das ist schon eine richtig tolle Messe. Sie war richtig gut besucht, was wir für den Samstag sagen können. Aber wir haben auch schon von einigen gehört, so viel Besuch war dann wohl Mittwoch bis Freitag nicht. Teilweise, selbst auf dem Freitag, war wohl ab 14 Uhr teilweise Totentanz. Ja, das ist heute natürlich anders gewesen. Wir waren bis 15 Uhr jetzt dort. Und da war es natürlich auch definitiv noch ganz schön voll. Und ja, ich glaube, euch hat es, die Leute, die dann da waren, die uns vielleicht auch getroffen haben, hat es, glaube ich, auch gefallen, hoffe ich mal. Genau, und wo du das sagst, da gehen ganz liebe Grüße an Britta. Und an Andrea. Genau. Die beiden haben uns nämlich dort angesprochen. Und einen schönen Klön haben wir da gehalten. Wir hätten theoretisch noch, also wir hätten noch weitaus länger reden können. Das genau. Auf jeden Fall. Aber wir mussten mal zu unserem Auto gucken, weil das hat ja Strom bezogen und wir wollten ja keine Strafstand dann blöd. Blockiergebühr. Blockiergebühr. Wollten wir nicht bezahlen. Da waren wir zu geizig für. Ja. Also an sich, wie gesagt, wir finden es eine schöne Messe, hat wirklich viele Sachen dabei. Wir haben jetzt kein Video großartig geplant. Das war das Messe-Update. Und in der Instagram-Story, die ist, könnt ihr auch auf unserem Instagram-Kanal noch nachvollziehen. Da steht das noch alles. Ja, da haben wir viel berichtet, aber so ein extra Video, dachten wir, macht jetzt keinen Sinn mehr, wenn wir am Samstag eher da sind. Nächstes Jahr, wenn Buggy wieder da ist, können wir uns vielleicht überlegen, ob wir vielleicht einfach nicht 2 Tage Urlaub uns da nehmen oder mehr Stunden ausgleichen ein bisschen. Und dann sind wir halt schon vorher da. Das schauen wir überlegen mal. Genau. Wir, aber das ist dann nächstes Jahr. So viel zum Thema O. Und jetzt Status. Status. Gleich. Gleich geht's weiter. Status-Update von Buggy. Ja, es war eine interessante Zeit die letzte Woche. Also wir können sagen, auf jeden Fall, das Auto ist jetzt in der anderen Werkstatt. Das ist letzte Woche passiert? Genau, das haben wir bei Instagram ja gezeigt. Da stand ja unser Auto und ja, dann war eine Woche jetzt eigentlich rum und meldet sich keiner. Was ist los da? 4 bis 5 Tage war Mitte der Woche rum. Freitag habe ich gedacht, gut, fragst du einfach mal nach, vielleicht wissen sie was oder so. Ja, sie wussten im Endeffekt am Freitag erstmal noch gar nichts. Mhm. Nur, dass sie noch auf den Motor auf jeden Fall warten und der Motor ist noch nicht angekommen gewesen. Meine große Befürchtung, die ich hatte, dass ich denke, ach ja, jetzt kommt der, wie gesagt, Fiat hat Probleme mit den Motoren und... Aber es hat eine Viertelstunde danach gedauert, dann habe ich einen Anruf gekriegt, dass der Motor gerade eingetroffen ist mit einem Transporter und alles ist gut. Also Motor ist da,
Genau, blenden wir euch auch gerade mal ein, den neuen Motor, weil ich bin dann hingefahren, Stefan musste arbeiten. Ja, wundert euch nicht, wenn wir das Licht ein bisschen, weil wir arbeiten hier jetzt mit einer Kamera, die halt wieder neu beleuchtet uns anschaut. Auf jeden Fall war ich dann da und wie gesagt, war wirklich so, eigentlich gerade aufgelegt, dann kam auf einmal ein Transporter und die haben gesagt, oh, wir haben da so ein Riesenteil hinten drauf und da wussten sie alle. Das ist der Motor. Ja, genau. Also wird auch nicht so oft geliefert natürlich wahrscheinlich. Genau. Auf jeden Fall können wir sagen, unsere Werkstatt hat sich dann um eins sofort dran gemacht. Also bei dem alten Motor ein paar Sachen abgebaut. Das seht ihr wahrscheinlich zwischen uns eingeblendet, weil da müsste Platz sein. Genau, also das ist jetzt innerhalb von einer Stunde passiert. Man muss halt dazu sagen, dass der Freitag noch ein bisschen länger ging und sie noch ein bisschen länger natürlich an dem Motor rumgeschraubt haben. Wie der Stand jetzt zu Samstag ist, das weiß ich nicht. Samstag arbeiten die nicht, aber Montag geht das weiter. Also Montag geht es auf jeden Fall weiter. Montag wird der Wagen dann reingeschoben und also heute, denn das Video kommt ja am Montag raus. Ah, okay. Ja. Da kann man sagen, wird es reingeschoben und jetzt geht's los. Und wenn alles gut geht, wenn wirklich alles gut geht, es fehlt ein Teil noch, und zwar der Dieselpartikelfilter, sonst ist eigentlich alles da, was theoretisch gebraucht werden ist. Wie gesagt, die werden das ja erst sehen, wenn sie wieder zusammenbauen. Mhm. Wenn alles gut geht, dann haben wir den hoffentlich am Freitag wieder. Also Freitag, so hat unser Werkstattmeister geplant, dass wir ihn übergeben bekommen. Ja, wie gesagt, muss man halt mal gucken. Wenn jetzt natürlich der Dieselpartikelfilter nicht rankommt, dann müssen wir noch ein bisschen warten, logischerweise. Wir hoffen natürlich das Beste. Und eins können wir auch noch mal dazu sagen. Du hast dir die Teile angeguckt, das sind alles Originalteile. Genau. Also wir kriegen ein Iveco. Genau, weil in den 160 PS Maschinen ist der ein Iveco Motor verbaut. Also kein Fiat Motor. Auch sämtliche anderen Teile sind dem Iveco Motor gleich. Also das ist im Prinzip der Iveco Motor. Genau, also das ist ein absolut cooles Ding. Und jetzt heißt es einfach abwarten, was passiert. Jo. Ich denke mal, unser Werkstattmeister, der möchte uns auf jeden Fall regelmäßig updaten. So viel Update machen wir natürlich jetzt per Video nicht, das können wir schon mal sagen. Also wir werden jetzt ja nicht alle zwei Wochen so ein kurzes Video machen. Wir machen zusammen eine Zusammenfassung zum Schluss nochmal. Wenn wir was haben, bildtechnisch, werden wir einfach bei Instagram immer wieder was posten. Es lohnt sich immer, uns bei Instagram auch zu folgen. Das zwischendurch. Da verdienen wir auch kein Geld. Also das ist auch nicht schlimm, aber das ist das Nebenbeigeschäft, was man hat, weil ab und zu ist es einfach bei Instagram zu machen. Da lohnt es sich aber immer zu folgen. Ja, und dann würden wir sagen, wie geht's weiter auf unserem Kanal? Das sagen wir euch jetzt. Manchmal bin ich froh, dass gewisse Kameras einfach ausgemacht werden, wenn andere rumblödeln. Und andere Dinge machen. Ja, wie geht's weiter auf unserem Kanal? Das können wir sagen. Wir haben wieder Stellplatz-Guides noch in der Mache. Da müsste als nächstes der Salzburger Stellplatz-Guide kommen. Dann können wir sagen, den letzten Teil, Graz steht Kopf, wer auf unsere Webseite geht, ist unten eingeblendet, hat immer schon mal ein paar mehr Informationen. Ja. Also der kriegt schon mal, das kommt noch und das kommt noch, weil da sind viele Coming Soons noch drin, weil wir das schon gesagt, vorbereiten können was, da müssen wir es nur umbauen. Also das ist jetzt das Nächste, was kommt. Und dann gehe ich davon aus, du bereitest ja immer noch stark das Video vor. Ne, Vorbereitung, wie kann man die Dieselpest verhindern? Genau, was könnt ihr machen? Welche guten Sparmöglichkeiten hat man dann trotzdem? Also da werden wir auf jeden Fall was machen. Wir sind ja auch wieder noch mit jemand anderes im Kontakt. Und welche Fahrzeuge sind gar nicht betroffen auch noch? Genau, und es ist aber auch einer ist, aber der ist gerade, mit dem wir so in Kontakt sind, der ist momentan so stark ausgelastet, dass wir nicht wissen, ob es geklappt hat. Auf der CMT haben wir angesprochen, deshalb wollen wir nicht groß spoilern. Wie gesagt, wir hoffen das noch, weil dann würde es viele Leute erreichen. Aber das ist dann erstmal die andere Sache. Und dann müssen wir mal schauen, was wir so fabrizieren, weil Ende Februar, Anfang März steht bei mir eine OP an, die dann mich ein bisschen auslocken wird, videotechnisch. Da musste Stefan vielleicht das eine Male mal was machen. Ja, ich denke mal, das technische Video, das werde ich dann wohl machen und dann kriegen wir das schon hin, denke ich. Ja, in den Updates seht ihr mich ja sehr oft, dann seht ihr den mal wieder. Und ich muss dann gucken, wer die Kamera führt, weil ich habe keinen Bock, mir den Scheiß nochmal anzuhören.
Ja, dann mache ich das alleine. Gut, das soll es gewesen sein, der Update. Sonst labern wir schon wieder viel zu viel. Es gibt auch nicht viel anderes zu sehen. Und jetzt kriegt ihr noch ein paar Messeimpressionen. Wundert euch bitte nicht, dass da viel im Hochformat ist, denn wir haben das für Instagram aufgenommen. Aber ich denke mal trotzdem, so zum Abschluss könnt ihr das noch haben. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder, glaube Samstag, beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.